Mein Mann und ich haben uns vor kurzem eine neue Heizung vom Heizmeister einbauen lassen. Mit Speicher im Keller und Solar auf dem Dach. Wir hatten eine ganz, ganz alte Heizung noch überdimensioniert. 20 Jahre war das ganz alt, aber du warst so überzeugt von Herrn Jahn, dass du gesagt hast, ja, dann machen wir das. Gut. Der Verbrauch der alten Anlage war zu groß und infolgedessen hat sich das angeboten, dass wir das seinerzeit gemacht haben. Klar haben wir uns auch bei anderen Heizungsbauern noch umgehört, aber keiner von denen hat uns ein Heizpaket, das heißt also ein komplettes System, zu einem verbindlichen Festpreis anbieten können. Der Meister, der 2 Tage nach unserem Anruf beim Heizmeister bei uns vorbeikam, der konnte das. Wir haben uns beraten lassen und mussten feststellen, dass die Beratung optimal war. Und hat uns auch mit dem Angebot überzeugt. Paket 3, Gasbrennwertkessel samt 900 Liter Pufferspeicher und 10 Sonnenkollektoren auf dem Dach. Und wir schauten uns um und stellten fest, der Heizmeister Jahn hatte die größte Erfahrung, mengenmäßig auch längste Erfahrung im Bau solcher Anlagen. Wichtig für uns war, dass der Heizmeister schon mehr als 100 solcher Pakete installiert hat, dass er Marktführer im Rhein-Main-Gebiet für Heizung und Solar ist. Wir haben uns entschlossen, mit Heizmeister Jahn diese Anlage aufbauen zu lassen. Sie läuft jetzt 20 Jahre. Völlig ohne Probleme. Nach Einbau der neuen Heizung haben wir bis zu 20% Gasersparnis gegenüber unserer alten Heizung erzielt. Wir haben ja schon, es ist ja nicht die erste Heizung von der Firma Jahn. Und wenn man doch zufrieden ist mit einer Firma, kommt man doch immer wieder hin, ist doch klar. Wir haben seit dieser Zeit, und das möchte ich besonders betonen, nicht einmal kalt gesessen. Das warme Wasser im Sommer ist voll von der Solaranlage. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar so viel warmes Wasser, dass wir die Waschmaschine und die Spülmaschine direkt an die Solaranlage angeschlossen haben. Die Investition hat sich mittlerweile amortisiert. Wir haben damals gesagt, an mehrere Freunde, wenn der Liter Öl eine Mark kostet, dann rentiert sich diese Anlage, wenn sie nur 10 Jahre hält. Und jetzt ist sie schon 20 Jahre auf dem Dach, das heißt, ich bin dabei, Geld zu verdienen. Die kamen hierher. Und das hat mich auch gewundert. Es wurde alles schön abgedeckt und so. Zuallererst klebten sie vom Bürgersteig bis runter in den Keller alles mit Milchtütenpapier ab. Ich habe das noch nie vorher gehört, aber einfach wegen der Sauberkeit. Ich habe den Eindruck gehabt, sie waren nicht nur fleißig, sie waren auch kompetent. Wenn man zwischendurch mal was gefragt hat, was man ja eigentlich nicht machen soll, damit sie arbeiten, die Jungs. Aber Sie haben Auskunft gegeben, ja? Während das eine Team auf dem Dach die Sonnenkollektoren installierte und den Schornstein umbaute, demontierte das andere Team im Keller die alte Heizungsanlage und den Boiler. Da merkte man schon, dass das richtige Profis sind und es fiel mir auch auf, denen macht ihre Arbeit richtig Freude. Das ist also mein Team. So sieht das mal alte Anlage. Ja, die haben wir mal gerade mal aus der Keller rausgenommen. Jetzt wird der gleich hier, also im Hänger. Jetzt kommt der im Hänger rein, ja, damit das die Kunde hat dann mal sauber Hof. Das Team ist gut. Wir verstehen uns ganz gut und ja, es macht auch Spaß. Die Leute sind sehr, sehr, sehr höflich. Das muss ich also in dem Zusammenhang immer sagen. Und sehr rücksichtsvoll. Und was mir am meisten also irgendwo auch Spaß machte, ist die Tatsache, dass es also so gut wie kaum Dreck gab. Und die sind weggegangen, als wären sie nie da gewesen. Oder willst du was anderes sagen? Ja, so sagt, es blieb etwas Staub zurück. Naja, vom Bohren, ja. Ja, dann bekamen wir noch eine super Einweisung für die betriebsfertige Anlage. Da freuen sich mal also jeder Kunde dann, da, dass die haben dann also neue Anlage, frische, neue Anlage, sauber. Macht immer wieder Spaß, dann eine Anlage zu bauen. Man übergab uns die Garantieurkunde und schon am Abend dann war es wieder kuschelig warm und wir hatten heiß Wasser. Ich habe noch niemanden gehört, der nicht in einem Tag eine komplette neue Anlage installiert bekam, sodass sie zumindest lief. Und der Tag war rum und die Heizung war da. Ja. Nach 12, 13 Monaten kommt der Servicedienst, reinigt die Heizung und bringt die
misst die durch, dann der Schornsteinfeger kommt ja auch zur Emissionsmessung und wir haben noch nicht einmal Beanstandungen vom Schornsteinfeger gehabt. Voraussetzung dafür ist natürlich ein Wartungsvertrag, der uns gerade mal 123 Euro im Jahr kostet. Dafür müssen wir allerdings dann auch keine Lohn- oder irgendwelche Materialkosten zahlen. Ja, das ist ja das Tolle. Es gibt also nicht jeder, wenn ich mal so zurückrechne, er hat jetzt geschrieben 60 Monate. Das hört sich natürlich super gut an, besser als 5 Jahre, würde ich sagen. Das finde ich also auch sehr gut und das bietet nicht jeder Heizungsbauer an. Maximal 3 Jahre und das war's dann. Was ich auch gut finde, ist, ich brauche mir das nicht zu merken und ich werde jedes Mal mit einer Karte benachrichtigt, ob mir der Termin passt und so weiter. Brauche ich nur noch telefonisch zu bestätigen. Rufen an. Wir kommen in der nächsten Viertelstunde. Es gibt also grundsätzlich ein Messprotokoll und das gleicht der Schornsteinfeger ab. Nee, hatten wir also nie mit Probleme. Service hatten wir nie Probleme. Hatten wir nie Probleme. Wir bekamen auch immer zu jeder Zeit bekamen wir jemanden. Was mir sehr gut gefällt, dieses einheitliche Erscheinungsbild. Das schöne Auftreten mit Heizmeister und die Fahrzeuge eigentlich immer tipptopp, sauber. Die Leute kommen an mit ihrem Heizmeister-Logo. Man kann es also erkennen, von welcher Firma sie kommen. Die Leute arbeiten sauber und er hat einen schönen Betrieb. Wenn man da hinkommt, dann liegt alles auf seinem Platz. Er hat zuvorkommende und freundliche Mitarbeiter, die einem auch mal eine Frage beantworten. Ich glaube, es sind mittlerweile 30 Mitarbeiter an mehreren Standorten. Eben durch diese Spezialisierung funktioniert das alles auch reibungslos und vor allen Dingen den Rabatt, den er bekommt, gibt er teilweise an die Kunden weiter und das finde ich ganz toll. Aufgrund dieser Größe und Kapazität kommen auch faire Preise zustande. Genau, er zieht niemand über den Tisch. Ich kann die Firma nur empfehlen.